Ich habe zum einen sehr viel über die hochschulpolitische Landschaft in der Schweiz gelernt, natürlich. Ich habe gelernt, lange Diskussionen zu führen mit Personen, die vielleicht nicht immer meine Meinung sind, aber dass man dann gleich zu konstruktiven Lösungen findet. Ich habe sehr viel Verantwortungsbewusstsein gelernt, Pflichtbewusstsein und selbstständiges Arbeiten. Durante le mie attività all'interno dell'Uso ho imparato che è importantissimo il contatto e l'unione fra organizzazioni che seguono obiettivi simili. Perché noi come organizzazioni studentesche spesso siamo confrontati con gli stessi problemi, però abbiamo modi diversi di affrontare questi problemi. Ed è interessante vedere, confrontare questi diversi approcci che abbiamo e trovare delle soluzioni migliori per tutti. Inoltre ho imparato che è importante essere ambiziosi, ma anche realisti al contempo, perché si può solo fare piccoli passi alla volta, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare per questo, perché globalmente tutti insieme faremo grandi cose. In meiner Zeit im VSS habe ich viel darüber gelernt, wie es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten von verschiedenen Hintergründen. Und ich habe gelernt, dass es nicht immer einfach ist, eine gemeinsame Meinung zu bilden, wenn so viele Leute involviert sind. Und eine effektive Kommunikation ist immer sehr wichtig. Das werde ich sicher noch in vielen Bereichen weiterhin brauchen. En tant que membre actif de l'UNES, j'ai appris que ta voix, elle compte. Les étudiants et étudiantes suisses ont la chance d'être écoutés au niveau fédéral et c'est un privilège qui n'est malheureusement pas assez utilisé. Les droits, ça se défend et ça se défend au travers de l'UNES. Was ich aus dem VSS mitnehme, ist, obwohl die Schweiz auch ein relativ kleines Land ist, haben wir so viele verschiedene Studierendenschaften und an so vielen verschiedenen Unis, die alle eine andere Gesprächskultur haben, andere Positionen, andere Vorstellungen, was Studierende machen können. Und dann mit allen zu arbeiten, die andere Vorstellungen haben, sind wir nur eine Vertretung, sind wir eine Gewerkschaft. Da muss man viel, viel diskutieren und viel mitnehmen und auch Brücken finden, um da mitzuarbeiten, um die Positionen, die wir gemeinsam als Verband beschlossen haben, auch durchzubringen. Und das werde ich eigentlich mitnehmen, dass unsere Studierendenschaft, wie sie funktioniert, zum Beispiel einfach nicht die einzige ist. Und es gibt so viele verschiedene Wege und wir können innerhalb ein paar Jahren immer neue Ideen haben, wie wir uns strukturell aufbauen und wie wir in Zukunft die Uni nachhaltig bewegen können.